Ja, liebe Leute, willkommen zurück. Weiter geht es mit dem Durchsuchen der ganzen Kabine. Lockt mit der ganzen Kabinen hier. Mal sehen, ob wir noch was finden. Warte mal, vielleicht finden wir ja irgendwo leer, okay, irgendwelche Daten, um dort reinzukommen. Ich weiß es jetzt gar nicht. Oder vielleicht haben wir die schon. Inventar voll, ja, das ist immer noch voll. Die Taschen, die sind eigentlich. Inventar ist voll, aber die Sporttasche ist. Sieht man das nirgendwo? Sport ansehen ist leer. Oder? Was das? Einzelwandregal, okay. Einzelwandregal. Ja, na gut, da könnte ich dann mal meine Basis noch irgendwie ein bisschen cooler machen, oder? Gibt es das hier unten? Ganz unten, da unten ist ganz unten ein Titan. So, warte mal, ich habe da hier. Da unten liegt da was unter dem Bett. So, täuscht das, na. Da voll. Warte mal, wir haben den. Das Poster, das ist das gleiche, oder? Nee. Hau ich so eine Batterie weg? Ich will das Zeug haben. Ich brauche die Batterie. Ich meine, die Batterie, die kann ich ja. Warte mal, hatte ich hier. Wir können mal Folgendes machen. Das ist 32. Da tun wir mal das wechseln. Das ist 26. Wechseln. Das ist unbekannt. Alles klar. Dann nehmen wir mal den Seegleiter. Und der ist 100, okay. Und das ist 99. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Das hauen wir weg. So, dann hat man jetzt... die sind wahrscheinlich hier hinten. Das hauen wir weg. Das hauen wir weg. Und das andere ist alles okay. Genau. So, die Schubkanone behalte ich und das auf jeden Fall auch. Also was ich jetzt bauen kann oder so, das lasse ich hier. Also was ich neu bauen kann und was ich verbrauche, sowas wie hier, oder was ich nicht bauen kann, so wie dieses Poster, das nehme ich alles mit. Und wenn es überhaupt nicht geht, leer, dann muss ich, hallo, dann muss ich nochmal zurück. So, das kennen wir schon. Okay, jetzt ist die Frage, vielleicht geht das auch wieder. Ne, es war natürlich klar. Gab es irgendwas anderes? Irgendeine andere Info? Irgendeine andere Info? Das sind jetzt die Aufzeichnungen. Wer bist du? Ne, das war das andere. Gibt es noch was hier? Ach so. Die Codes und Hinweise. Ist jetzt eigentlich nur das? Codes und Hinweise. Geburtstag, Woche, 400 gefühlte Wochen, nicht genügend Geld. Frachtraum. Oder? Nummer 1? Ist das Kapitel Nummer 1? 1869? Ja, super. 1869. Cool, super, super, super. Verantwortungsvolle, unabhängige Beziehung. Was ist denn hier für Zeug? Persönlicher Kram. Wenn ein Beziehungspartner sich bedroht oder eifersüchtig fühlen sollte, muss er sich sein eigenes Geschäftsmodell beachten. Naja, okay. Haben wir blaue Kappe einsammeln? Blaue Kappe, kann ich die aufsetzen? Hier noch. Wasser. Medikit. Regal. Wandregal. Na, nehmen wir mit. Gut. Okay, was haben wir hier? Den kennen wir doch schon. Aber die Kappe ist neu, ha? Ich lass vielleicht immer mal den.
Inventar ist voll, aber die Sporttasche ist. Warte mal. Ach, ich hab's nie leicht. Ich hab's nie leicht. Okay, warte mal. Machen wir das erstmal weg. Hier war doch. Im Vorrat ist leer. Alles klar. Gut. Das haben wir's, oder? Dann hatten wir das und dann gehen wir hier lang. Gut. Kapitänsquartier. Warte mal. Können wir. Kabine. Nee, die ist zu. Kabine 2 ist zu. Kann man es reparieren? Nee. Kapitänsquartier. Muss man nochmal schauen. Vielleicht irgendwas finden. Okay, was können wir hier neu bauen? Ach, das war das. Und noch was anderes, was ich übersehen habe. Also, Codeshinweise. Das hat man. Zugangscode, das ist klar. Nee. Sind die Standorte, die haben wir glaube ich schon gefunden, das war das Rumgedrehte. Nee. Standorte fremden Einrichtung, nee. Hier ist das alles Synthese, hä, was? Okay. Codeshinweise, VR-Aufzeichnung vielleicht irgendwas? Nee. Könnte ja sein. Ich probiere mal durch. Ich weiß es jetzt gar nicht. Natürlich Quark. Ich weiß. Ja, vielleicht finden wir es ja irgendwo anders noch. Kapitänskajüte, okay. Und die 8 hat man noch nicht. Gut. Okay, könnte das sein? Steht irgendwo was? Nee. Schade. Okay, dann gehen wir erstmal. Dann gehen wir zurück. Dann gehen wir zurück. Den kennen wir schon. Das ist unlocked. So, hier waren wir schon, die gingen nicht auf. Dann check. Oh! Hier waren wir noch nicht. Genau! Rechts rum. Alles klar, Kabine. Okay, na dann machen wir erstmal hier. Erstmal alles löschen. Löschen, löschen, löschen. Der letzte. Oh je, hoffentlich reicht's. Macht man das? Hier rum, ne? Erstmal. Was jetzt scannen? Kann ich alles scannen? Glastisch. Ah ja, okay. Cool. Oh, Verkaufsautomat. Kann ich den da bauen? Kann ich dann Chips? Ist ja schräg. Okay, hüpfen wir weiter. Warte mal, ich mach mal das so. Dann können wir wenigstens vielleicht von der Ferne scannen. Irgendwas, wo wir hinkommen. Das kennen wir alles schon. Gehen wir hier. Ah, hier ist ein Löscher. Ein Feuerlöscher. Tagesmenü. Vorspeise, Nachspeise. Nee, hier ist nichts. Cool. Sehr schön. Feuerlöscher nehmen wir mit. Das auch nix. Oh. Oh nee, hä? Oh, Mist. Warte mal, was haben wir hier drin?
Das ödet mich an. Warte mal, hier ist jetzt nichts mehr zum Scannen. Das ödet mich an. Ich habe zu viel Kram. Okay, die weg. Und dann nehmen wir das Poster. Und dann haben wir hier so ein Medikit. Wir haben 4 Stück. So eine Batterie, hä? Wir lassen so eine Batterie fallen. Scheiß auf so eine Batterie. Medikit ist wichtiger. Das rettet uns den Arsch dann. So, da hinten hatte ich eigentlich alles gescannt, denke ich, oder? Kann man hier noch weiter? Nee, geht nicht. Cool, ein Automat. Da noch was? Nee. Gut. Hier haben wir begonnen. Alles klar. So, dann machen wir Folgendes. Hier hinten war nichts, oder? Wir checken trotzdem nochmal. Ne. So. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge. Aber wir müssen jetzt hauptsächlich noch diesen Reaktor-Dingsbums reparieren. So, jetzt checken wir mal hier unten. Komme ich hier rein? Würde ich das machen? Oder ist das eher ungünstig, was ich hier mache? Okay, ich kann ja mal checken. Okay, wenn ich hier lang gehe, passiert da nichts, oder? Gut. Weiß nicht, ob ich überhaupt irgendwas finde hier oder ob das einfach nur. Falsch ist, also sinnlos ist, oder? Ich darf wahrscheinlich nicht da oben ran, oder? Was ist das? Taschenlampe, okay. Ja, die habe ich schon selber. Danke. Ach, da komme ich hier irgendwo hin, ne? Warte mal. Bin ich jetzt? Ups, was war das? Bin ich denn jetzt? Okay. Warte mal, ich hatte doch hier was mit. Hab ich das noch mit? Ach, das habe ich drüben. In der Motte. Ich habe doch hier dieses Dingszeug mit. Wo man hier den Weg findet. Oder sich machen kann hier einen Weg. Also na hier, wie ist das hier? Pathfinder-Dings. Okay. Das merken wir uns mal hier. Und da können wir ja mal probieren, ob man hier auf der anderen Seite. Doch, hier unten komme ich lang. Okay. Das hier oben ist halt nur, was man kennt. Genau. Das ist das hier. Aber das haben wir schon. So, warte mal. Checken wir noch. Hier unten, das auf der anderen Seite. Noch ein Feuerlöscher. Ah, Menschenskinder. Ich brauche alles. Ich glaube, ich brauche nicht 2 Lampen. Die brauche ich nicht. So. Nehmen wir einen Feuerlöscher mit. So, jetzt checken wir erstmal hier. Alles okay, das kennen wir schon. Und dann. Ja, alles auch okay. Kann ich eigentlich reparieren oder sind die kaputt? Die sind einfach kaputt, da kann man nichts reparieren. Das würde ja angezeigt werden. So.
hier mache? Oh, Papa. Also, hier auch mache. Geht das hier auch? Wenn ich hier lang gehe, was meinte ich? Bringt das was oder eher nicht? Ist das sinnlos? Wahrscheinlich sinnlos. Hier hinten ist nichts. Gut, ich mach mal Folgendes. Ich muss mal kramlos werden. Ich muss echt kramlos werden. Ich muss zurück und dann wollte ich ja dieses Dingsbums holen. So, warte mal jetzt. Damit ich mich hier nicht verirre. Das war jetzt... Aha, okay, das war das. Jetzt sind wir hier lang. Krebsdock, genau, das Krebsdock war das. Über das läuft das alles. Hier sind wir lang und hier Krebsdock. Die Umkleide und hier war alles okay. Und hier hatten wir dann... Ach, hier kam man ja auch lang. Alter. Genau, Antriebsraum. Krebsdock, dort müssen wir hin. Antriebsraum. Und hier sind wir hergekommen, da oben. Genau, und wie kommen wir jetzt da hoch? Einfach laufen. Genau, einfach laufen. Super. Und dann sind wir hier hinten hergekommen. Von da oben sind wir gekommen. Von da oben sind wir gekommen. Die Lampe, die kann marschen. Hier sind wir hergekommen. Was das? Tür schließen? Achso, ne, will ich nicht schließen. So, hier sind wir hergekommen. Und... Ach, alles klar. Gut. Super. Und die andere Seite hat man schon geklärt. Da kann man hier weiter. Genau. Und hier war es, hier ging es raus. So. Jetzt nehmen wir mal das Messer in die Hand. Dann waren ja hier die komischen Dinger. Da unten ist Motti. Sehr schön. Oh. Oder wie macht man das jetzt? Warte mal. Könnte eigentlich auch ins Wasser hüpfen, oder? Genau. So, Motti geht's gut. Wir checken mal hier das hier, weil ich wollte ja eigentlich... Es ging um dieses Gerät. Warte mal. Das brauchen wir jetzt hier nicht drin. Ne? Das nehmen wir rüber. Das brauchen wir nicht drin. Ne? Kann ich das nicht irgendwo hinlegen? Irgendwas? Ich könnte das, könnte ich ja mal... Geht das nicht? Muss ich erstmal rüberlegen, oder was? Wenn ich das mache... Dann nehme ich das hier hin und dann nehme ich einfach die 5. So, was auch immer es macht. Kann ja hier vor sich hin fallen. So, jetzt haben wir nämlich Platz. Okay, und jetzt nehme ich die wieder zu mir, weil die brauche ich ja. Jetzt haben wir 2. Haben wir das rüber? Das brauche ich nicht. Und das brauche ich jetzt nicht. Und das brauche ich jetzt nicht. So, dann... Wie ist denn das mit dem Essen jetzt? Dann essen wir das. Und wir... trinken das. Okay. Dann brauchen wir das Konstruktionswerkzeug nicht. Da habe ich 2 Stück. Lassen wir mal hier fallen, ne? 189 fallen lassen. Okay, den Rest behalten wir. Gut. Gut, dann machen wir wieder zurück. Notgedrungen.
wieder zurück. Okay. Na gut. So ist es. So ist es. Ich meine, ja, die... Ich brauche ja nie alles. Ich, wie gesagt, ich will die Sachen aufheben, die ich jetzt... Also, die ich nicht selber bauen kann. Was ich selber bauen kann, das ist egal. Das werfe ich weg. Ich meine, so eine Batterie, das ist ja nichts eigentlich. Das ist ja ein Säurepilz und ein bisschen Kupfer. Mehr war das ja nicht. War das hier? Hier. Ja. Was war das? Bin ich verletzt? Bin verletzt. Egal, ich habe genügend Heilpäckchen. Gut, dann machen wir jetzt, wie wollen wir das machen? Oder wir machen erstmal den anderen Raum. Also, nicht den Krebs, nicht den Krebs sozusagen, wo das da weitergeht, sondern wir machen den Energieraum hier mit den Reaktoren. Wahrscheinlich ist das gar nicht so schlecht. Das schaffen wir heute sowieso nicht alles. So, genau, Antriebsraum, das war das. Hier war es, hier ging es hinter zum Krebs und das hier war das, was wir noch gar nicht hatten. Hier, Antriebsraum, genau. Okay, genau, hier müssen wir wieder löschen. Müssen wir löschen, 68. Super. Super. Genau. Ach, hier war das ja. Genau, hier war das. Daran kann ich mich noch erinnern. Da muss man die Sachen reparieren. Die Lecks von den Reaktoren. Was gab's hier? Das nehmen wir mit. Cool. Mal gekriegt. Ach hier. Da müssen wir dann alles nochmal checken. Also, da reparieren wir das. Warte mal, scan. Leck. Ja, Hüllenbruch. Eine dicke Ummantelung aus Metall geschützt. Das reparieren wir jetzt alles. Alles klar. Sehen, wie viel das sind. Ich weiß es nicht mehr. 10! Sind doch noch 10. Na, dann fangen wir an, hier oben systematisch lang zu gehen, ne? Das schaffen wir heute noch, oder? Schaffen wir das heute noch? Das zu reparieren wenigstens? Und das nächste Mal machen wir dann das Krebsdock. Okay, warte mal. Da kommen wir jetzt hier wahrscheinlich gar nicht weiter rum, ne? Oder? Okay, wir schwimmen erstmal. Wir machen erstmal Oberfläche. Da ist jetzt, und wir machen das systematisch. Also, wir nehmen erstmal den hier. Da unten. Und dann machen wir alle 4 systematisch. So. Ja, ja. Okay. Okay. Das war der. Da oben ist eins. Gut. Alter. Oh, ich bin erschrocken. Verschwinde. Verschwinde. Gibt es noch mehr jetzt? Kommen die dann immer? Das hier abbricht. Ah, Opfer, hä? Damit hätte da, damit habt ihr nicht gerechnet, hä? Wer kommt denn die?
Wahrscheinlich alle weggeschnetzelt, hä? Gut. Okay, ich lasse mich da von euch nicht irgendwie hier Boxen jagen. So, also, wie viel haben wir noch? Andererseits könnt ihr mich ein bisschen verletzen, da kann ich gleich mal ein Medikit ziehen. 6 Stück noch. Okay. Okay, dann machen wir den nächsten hier. Haben wir Energie? 68, das ist okay. Ja, machen wir heute noch. Ziehen wir noch durch. Das Blatt steht was. Oben runter? Nee, okay. Warte mal, ein bisschen Sauerstoff kurz. So, okay. Kriegen wir hin. Hier ist nichts. Machen wir den noch. Wie viel haben wir jetzt noch? Gut, man sieht das ja wenigstens durch diese Funken ein bisschen. 3. 3. Containment breach 2. Further breaches detected. Ja. Containment breach repaired. Und da. Further breaches super. Detected. Samos. Gut. Okay, was passiert da jetzt? Nichts weiter, oder? Passiert da was? Drive core breach sealed. Radiation levels decreasing. Okay, sehr schön. So, ich check nochmal, haben wir irgendwas unten jetzt irgendwie übersehen in unserer in unserem Reparaturwahn? Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist jetzt einfach nur hier. Kommt man nicht weiter irgendwo hin. Das war's. Gut. Gut, dann mache ich erstmal wieder. Hoch, kann ich die Leiter, kann ich die benutzen? Nein, die kann ich benutzen. Okay. Okay. Das hat man gescannt. Glaube ich. Ja, das hat man. Die anderen Sachen, da gab es jetzt nichts, oder? Kann ich noch was? Nee, das ist alles okay. Auf der anderen Seite. Warte mal, auf der anderen Seite ist noch einer. Auf der anderen Seite ist noch einer. Komme ich da hoch? Ja, da komme ich ja hoch. Es steckt da noch ein Modul. Hallo? Haben wir ein Modul? Nö, steckt kein Modul. Schade. Okay. Gut, liebe Leute, da mache ich jetzt erstmal Schluss. Und wir sehen uns dann das nächste Mal zu. Also auf der anderen Seite dann zu diesem Krebsdock. Abenteuer. Also in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.